Ich bin Stefan Schlegel, ich bin der Abteilungsleiter vom Inklusionssport im SV Eidelstedt. Wir sind seit 31 Jahren im Bereich Inklusionssport unterwegs und wir hatten vor einem Jahr die Idee gehabt, inklusives Trampolinspringen auf die Beine zu stellen. Die Kinder können erstmalig ganz neue Bewegungserfahrungen sammeln und erleben auch ganz neue Dinge. Also ich denke da beispielsweise an das Erleben der Schwerelosigkeit oder das Gefühl, ganz lange in der Luft zu sein und ein Stück weit in der Luft zu fliegen. Die Kinder akzeptieren sich alle untereinander, helfen sich gegenseitig und verstehen auch, wenn der eine oder andere mal sich nicht an jede Regel halten kann, weil er es vielleicht halt auch einfach nicht versteht. Das ist aber für die anderen Kinder voll okay. Also die Akzeptanz, die Toleranz ist untereinander total da und sie haben alle gemeinsam Spaß und helfen sich gegenseitig. Die Kollegen haben gerade eine Zusatzausbildung im Bereich Psychomotorik gemacht und hatten dort einen großen Trampolinschein erworben. Das Tolle ist daran, dass sie Elemente der Psychomotorik übertragen auf das Trampolin. Das heißt, sie schaffen es dann aus einer Individualsportart ein Gruppengefühl herzustellen, bei dem jedes Kind, egal mit welcher Einstiegsvoraussetzung es bei uns mitmacht, egal welche motorischen und kognitiven Einstiegsvoraussetzungen es hat, kann es bei uns freud- und lustvoll entsprechend Sport treiben. Wir sind also jetzt seit einem Jahr dabei und ich denke, ich kann behaupten, dass das ein ganz, ganz tolles Projekt ist, wenn nicht sogar bundesweit das erste. Und wir würden uns freuen, wenn noch andere Sportvereine in anderen Bundesländern, vielleicht auch in Hamburg, ein ähnliches Projekt auf die Beine stellen. Sie können gerne unser Konzept kopieren und ich glaube, ich kann für unser Team sprechen, wenn das Zeitmanagement es zulassen würde, entsprechend Hilfestellung beim Aufbau solcher Gruppen zu geben. Also jeden Donnerstag, wenn ich nach Hause gehe, war es ein guter Tag, egal was vor der Trampolingruppe war, weil das ist einfach total schön. Die Kinder geben einem so viel zurück und allein wenn die Kinder auf dem Trampolin sind und einfach nur lachen und fröhlich sind, dann steht man daneben und weiß, man hat alles richtig gemacht mit dem, was man hier anbietet und es ist egal, was vorher war. In dem Moment ist man einfach glücklich und nimmt diese Emotionen von den Kindern einfach total mit.